Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Videorezension. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan der Reihe von Larissa Ayoade und zwar geht es um die Demonica-Serie. Und ich habe euch schon Verführt, den ersten Teil, Entfesselt, den zweiten und Flucht des Verlangens war es. die ersten drei Teile vorgestellt auf meinem Kanal. Die Videos dazu verlinke ich euch unten in der Infobox. Und heute möchte ich zum vierten Teil der Reihe kommen. Ende des Jahres frisch erschienen, Versuchung der Nacht, der vierte Band der Demonica-Reihe. Diesmal geht es um Lore. Lore ist ein Halbdämon. Er ist quasi verwandt mit den anderen drei Brüdern, die wir ja in den ersten drei Teilen schon kennengelernt haben. Und er ist ein Auftragskiller. Er und seine Schwester Sin sind versklavt und zwar gibt es so eine Gruppe der Assassinen und bei dem Meister der Assassinen müssen sie quasi ja, ihre Sklavendienste ableisten. Seine Aufgabe ist es, eine gewisse Anzahl von Auftragsmorden zu erledigen, genau wie seine Schwester das tun muss. Und sein 100. Mord steht kurz bevor. Seine Versklavung würde mit dem 100. Mord sozusagen enden. Und das heißt für ihn, dass er nur noch einen einzigen erledigen muss und dann ist er endlich frei und seine Schwester auch. Danach strebt er natürlich, aber ihm ist ein Fehler unterlaufen. Im Band 3 haben wir das gelesen und zwar sollte er ein gewisses Opfer umbringen, hat dann aber letztendlich jemanden gerettet. Das heißt, er muss seinen Fehler jetzt wieder gut machen, was ihm natürlich gar nicht passt, denn die Person, die er umbringen soll, ist ihm wohl bekannt und auch wenn er noch so skrupellos ist, merkt man, dass es ihm nicht ganz so egal ist. Als er jedoch kurz davor steht, sein Opfer zu erledigen, stellt sich ihm Ides in den Weg. Und Ides ist eine junge Frau, die genau diesen Mann, den er erledigen soll, beschützt. Denn sie ist eine Art Engel, beziehungsweise soll ein Engel werden. Sie ist eine Engelanwärterin und sie hat Schützlinge auf der Erde. Und um die muss sie sich kümmern. Sie muss dafür sorgen, dass denen nichts passiert, die am Leben bleiben. Und wenn sie das schafft, bekommt sie irgendwann ihre Flügel. Ja, sie stellt sich ihm nur in den Weg und das macht es für ihn wesentlich schwerer, denn als sie verletzt wird, merkt er, dass sie ihm nicht so egal ist, wie sie sein sollte. Er bringt sie ins Underground General Hospital zu seinen Brüdern, lässt sie dort versorgen und zwischen den beiden prickelt es schon von Anfang an gewaltig. Wie wir es ja kennen von Larissa Ayoade, geht es in diesem Buch auch wieder sehr erotisch zur Sache und zwischen Ides und Lore entsteht sowas wie eine, erotische Anziehungskraft, doch die beiden können die aus bestimmten Gründen erstmal nicht ausleben, aber darüber will ich jetzt nicht mehr verraten und auch alles, was die weitere Story angeht, müsst ihr selber lesen, wenn euch die Reihe gefällt, wie es mit den beiden weitergeht. Parallel zu der Handlung von Lore und Ides gibt es auch noch seine Schwester Sin und deren Story beginnt hier in diesem Buch auch schon und soweit ich weiß, ist der 5. Teil dann Sins Geschichte. Ja, man merkt im Laufe der Geschichte, dass im Underground General Hospital irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Es herrscht Chaos, es herrscht unterschwellige Aggressivität, sogar die Brüder gehen aufeinander los und die lieben sich ja nur wirklich abgöttisch gegenseitig. Und es gibt immer wieder Streit und Ides als Engel kann Geister sehen und sieht, dass im Underground General ziemlich viele Geister gefangen sind, die den Weg halt ins Licht nicht finden und dass die Stimmung sehr apokalyptisch ist sozusagen. Viele, die wissen, dass es eine Spin-Off-Reihe der Demonica-Reihe gibt, nämlich die Eternal Riders, wissen, dass nach dem vierten Teil die Eternal Rider-Reihe ansetzt als Spin-Off-Serie und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, was hier passiert. Ich empfehle immer allen, erst die ersten vier Bände der Demonica-Reihe zu lesen und dann halt mit den Eternal Riders zu beginnen. Genauso werde ich es auch machen. Ja, zu den Personen. Lore war mir als Hauptcharakter ehrlich gesagt nicht so sympathisch wie die anderen. Mein Lieblingsbuch ist und bleibt der dritte Teil. Den fand ich einfach fantastisch von der ganzen Story her, von den Charakteren und von den Gefühlen. Die ersten beiden mochte ich aber auch sehr gerne. Also Eidolon und Shade waren mir auch sehr sympathisch, aber Race war einfach irgendwie was Besonderes. Ich weiß auch nicht, der war irgendwie cool. Lore hat auch noch eine Besonderheit. Er hat
Ja, seine Hand ist sozusagen immer in einem Handschuh, denn er kann mit der Berührung seiner Hand jemanden sofort töten. Und deshalb hat er auch Probleme, sich auf Beziehungen einzulassen, auf Frauen einzulassen. Er ist halt ein ganz spezieller Typ. Er entspricht jetzt nicht unbedingt dem, was ich grundsätzlich sympathisch finde. Deshalb hatte ich so ein bisschen meine Probleme, mich aufgrund dessen in die Geschichte so richtig fallen zu lassen. Von der Qualität her ist sie genauso gut. Es ist genauso witzig geschrieben wie die anderen Bücher. Larissa Ayoun hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Sie hat diesen besonderen Humor, diese Bissigkeit, diesen frischen Schreibstil, den ich so sehr mag. Und deshalb hat es mir trotzdem Spaß gemacht, das Buch zu lesen, auch wenn Lorimer nicht so lag. Idess war okay. Idess war ein interessanter Charakter, ein weiblicher Charakter. Diese ganze Engelssache war auf jeden Fall mal interessant. Es war ein neuer Aspekt in der ganzen Geschichte. Und überhaupt die ganze Story war einfach wieder spannend, natürlich von vorne bis hinten und gut beschrieben. Dennoch finde ich persönlich, für mich war es von allen vier Büchern, die ich bisher gelesen habe, das, was ich am wenigsten mochte. Dennoch würde ich dem Buch locker 3,5 bis 4 Sterne geben, weil es mich einfach gut unterhalten hat, weil es zur Reihe dazu gehört, weil es super geschrieben ist und ja, es einfach Romance-Fantasy allererster Sahne ist. Also für alle diejenigen, die denken, dass diese Demonica-Reihe vielleicht nichts für sie ist, das dachte ich anfangs auch. Probiert auch einfach mal aus oder guckt mal, ob ihr eine Leseprobe findet. Auf der Seite vom Lux Verlag vielleicht einfach mal vorbeischauen. Ich verlinke euch das mal unten in die Infobox. Alles, was ich an Rezensionen bisher gemacht habe, findet ihr auch in der Infobox. Und ich habe auch schon eine schriftliche Rezension zu diesem Buch verfasst. Die wird natürlich auf unserem Blog Lovelies Leseleben erscheinen. Und die werde ich euch auch unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr nochmal nachlesen, wie ich das Buch fand. Schriftlich ist es doch noch mal ein bisschen klarer strukturiert irgendwie, als jetzt hier so im Video. Ich freue mich wahnsinnig auf den fünften Band der Reihe. Wie gesagt, da geht es mit Sinn weiter und ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt dazu. Den hat sie hier schon kennengelernt. Also, naja, werde ich ja im nächsten Band dann sehen, ne? Zu den Eternal Riders werde ich dann kommen. Der erste Teil ist schon bestellt, ist unterwegs zu mir. Ich bin gespannt, wie die Reihe sein wird. Und ich habe noch ein kleines Goodie für euch. Ich werde an dieses Video hinten ran einen Ausschnitt aus der Lesung von Larissa Ayoun aus dem letzten Juni anhängen. Und zwar war ich ja auf der Love Letter Convention und war dort bei einer Lesung von Larissa Ayoun und verschiedenen Interviews und habe sie dort kennengelernt. Und habe ihr aufgrund dessen, dass sie mir so sympathisch war, überhaupt nur angefangen mit den Büchern. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin super froh, sie dort kennengelernt zu haben. Sie ist wirklich eine witzige, nette Person. Und ich hänge euch einfach ein paar Sachen ans Video, also ich hänge euch die Sache ans Video an, diese Lesung. Und möchte euch nochmal darauf hinweisen, es gibt ein oder zwei, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube eine Sache war es, eine Art Questions and Answers von ihrem Video auf YouTube und das verlinke ich euch auch unten in die Infobox, dann könnt ihr euch die Autorin mal ansehen und vielleicht mögt ihr sie ja genauso gern. Sie ist einfach eine verrückte und total liebenswerte Frau, finde ich und ich freue mich auf jedes ihrer Bücher. Ich möchte euch hiermit entlassen. Viele von euch habe ich ja schon angesteckt mit der Reihe, wie ich weiß. Und ich hoffe, das schaffe ich auch weiterhin, denn die Reihe ist was Besonderes. Und ja, wenn ihr es gelesen habt, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr die Bücher fandet, welches von den vieren bis jetzt euer Lieblingsbuch war. Meins war, wie gesagt, der dritte Teil. Ich fand den toll von der Emotionalität her einfach. Und ja. Wie ihr die Reihe so findet und ob ihr schon mal was Vergleichbares gelesen habt oder so, könnt ihr mir einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video, meiner nächsten Rezension oder was auch immer da kommen wird. Und ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und ja, baut einen Schneemann für mich mit. Tschüss! Defenders or instigators, the choice would fall on their shoulders. Each of them was given a seal, and with each seal came two prophecies. Should they protect their seals from breaking until the prophecy laid out by the Bible came to pass, they would save their souls and mankind. But should they allow their seals to be broken prematurely, as written in the Demonica, the demon name, they would turn evil and would forever be known by the names Pestilence, War, Famine, and Death. And thus were born the four horsemen of the apocalypse. Thank you.
I love a story about how you came, love a story about how you came into existence. Doesn't it give you the shivers when you hear it? Ares, seated at the bar in an underworld pub, tried to ignore the female behind him, but the rub of her breasts against his back and the slide of her dainty hands from his waist to his inner thighs wasn't easy to tune out. Her heat burned right through his hard leather armor. Yeah, shivers. Some idiot read the legend aloud from the plaque that hung on the wall every time he was in here, which was often. The tavern, kept in business mainly by Ares and his siblings, was his second home. It was even known as the Four Horsemen, and for the most part, male demons melted into the background and scurried out the back door when Ares arrived. Wise. Ares despised demons, and that, combined with his love of a good fight, led to bad things for Hell's minions. But the opposite sex was a little braver, or maybe hornier. Female demons, shifters, wares, and vamps hung out 24/7 in hopes of getting their hands, paws, or hooves on Ares and his brothers. Hell, Ares couldn't swing his dick without hitting one. Usually he was a little more receptive.